Ja, jedem Einzelnen, der jetzt zuhört, zuschaut, geht es vielleicht ganz unterschiedlich. Dem einen geht es vielleicht. Ein kleines Problem mit dem Bild. Dem einen geht es vielleicht einigermaßen gut, der kommt klar, der kommt zurecht irgendwie mit dem Leben, dem doch sehr anderen Leben, was wir jetzt im Moment führen. Für manche ist vielleicht gar nicht so eine große Veränderung da und insofern hat sich gar nicht so viel verändert. Für andere sind die einschneidenden Maßnahmen, die unsere Regierung ergriffen hat, sehr schwer auszuhalten. Und ich denke, man spürt und merkt, dass eine Menge in der Luft liegt, dass da eine Menge Druck auch da ist. Und ich denke, das Wichtigste in dem Ganzen ist, dass wir unseren Fokus behalten, dass wir aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Man kann diese Zeit, wie Jurek vorhin gesagt hat, so ja auch verdaddeln irgendwie. Man kann sich mit nichtigen Dingen beschäftigen. Man kann auch irgendwie das Radio und das Fernsehen anmachen und was weiß ich, die ganzen Nachrichten, die dann reinkommen über WhatsApp oder über Instagram oder sonst wie, kann sich das alles reinziehen. Und ich sage euch, der eine sagt das, der andere sagt das. Der eine sagt, es ist viel schlimmer, als wir es uns alle vorstellen können. Und die anderen sagen, das ist völlige Panikmache alles und völlig übertrieben. Aber das hilft uns alles nicht weiter. Das, was uns hilft, ist wirklich auf Jesus zu schauen in dem Ganzen. Das, was uns hilft, ist auf sein Wort zu schauen. Und er hat uns zugesagt, dass er unser Retter ist und unser Schutz, unser Schild. Und wir sind sicher in ihm. Und es gibt zwei Dinge, durch die wir sicher sind. Das eine ist, dass Gott uns bewahrt und beschützt dadurch, dass wir in seinen Geboten wandeln. Wenn wir ihm folgen, wenn wir ihm glauben und ihm vertrauen und seinem Wort folgen, dann sind wir sicher. So wie das Volk Israel. Gott hat ihnen Gebote gegeben und diese Gebote hat sie bewahrt vor vielem Bösen, vor vielem Schlimmen, auch vor schlimmen Krankheiten. Und so ist es auch heute. Ich bin mir da sicher, dass wir, wenn wir in Gottes Geboten wandeln, dadurch, dass wir diesen Geboten folgen, das sind gute Gebote, die uns wirklich bewahren und beschützen. Und eins dieser wichtigen Gebote, was wir in dem Brief als Gemeindeleitung euch ans Herz gelegt haben, eins dieser Gebote ist tatsächlich das Gebot, ordne dich der Obrigkeit unter. Und ich glaube, dass Gott das segnet, wenn wir uns fügen, auch wenn es uns schwerfällt, auch wenn es uns Mühe macht, auch wenn es uns etwas kostet. Unterordnung ist nicht etwas Leichtes. Wenn Unterordnung leicht ist, dann ist es eigentlich gar nicht richtig Unterordnung. Unterordnung spürst du eigentlich erst in dem Moment, wo du eine andere Meinung hast, wo du eine andere Sichtweise hast, wo du dir denkst, aber das könnte man doch auch anders sehen, das könnte man doch auch anders machen. Und dann zu sagen, okay, aber ich füge mich, ich lasse mich führen, ich ordne mich unter. Und Gott hat Obrigkeit eingesetzt, auch unsere Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Und das heißt nicht, dass sie alles richtig machen, dass sie alles perfekt machen. Sie machen sicherlich viele Fehler. Und deswegen sind wir so sehr aufgefordert, für unsere Regierung zu beten. Sie haben im Moment echt einen schweren Job zu machen. Und das Wichtige aber in dem Ganzen, was wir auch sehen müssen, ist, dass Gott auch übernatürlich uns schützt und bewahrt. Er ist der Herr über die ganze Schöpfung. So können wir ihm vertrauen. Auch wir brauchen nicht in Panik zu verfallen, in Angst zu verfallen, sondern wir können ganz nüchtern einfach die Maßnahmen mitmachen, mit unterstützen in dem, was uns gesagt worden ist und so einfach mit dazu beitragen, dass Ruhe bleibt im Land und vielleicht sogar noch mehr Ruhe entsteht. Dadurch sind wir Salz und Licht.
dass wir anders sind als die, die um uns her dieses Vertrauen nicht haben, die diesen Gott nicht haben, die diesen Gott nicht kennen. Und vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, ja auch anderen Menschen von diesem Gott zu erzählen, von diesem Vertrauen, von diesem Frieden, den wir haben, von dem Jurek auch vorhin gesprochen hat, der Friede Gottes, der da ist, wenn wir alle unsere Nöte, alle unsere Angst, also unsere Last auf ihn werfen. Also, liebe Geschwister, seid ermutigt. Wir leben auch in einer Zeit, wo wir ja das hier machen können. Das ist so wunderbar, dass wir jetzt den Gottesdienst feiern können und dass ihr dabei seid, dass wir verbunden sind miteinander. Und es war auch so schön am Sonntag, ne, dass einfach Leute was gepostet haben, dass sie ja auch ein Anliegen weitergegeben haben. Und ja, wenn ihr irgendwie ein Gebet des Lobpreises oder ein Wort habt, was ihr auch teilen wollt im Laufe des Gottesdienstes, vielleicht können wir das nachher noch mit einbinden. Dann könnt ihr das gerne auch rüberschicken. Wir wollen jetzt ins Wort Gottes hineingehen und ich denke, das ist das, was uns wirklich unsere Seelen reinigt, unsere Seelen stärkt und ausrichtet. Und dann schlagen wir 1. Mose Kapitel 47 auf und wir kommen zum Ende des Buches Genesis, wie es auch heißt, Anfänge, das Buch der Anfänge. Und dieses Buch handelt im Großen und Ganzen von dem Anfang, den Gott gemacht hat in der Schöpfung, aber dann der Anfang, den er gemacht hat, seines Rettungsplans. Denn der Anfang der Schöpfung zeigt uns, dass die Schöpfung wunderbar gut gemacht war. Da gab es diesen ganzen Stress und diesen ganzen Nerv nicht, mit dem wir uns heute abplagen. Aber dazwischen ist etwas gekommen, was Verderben in diese Welt hineingebracht hat. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, in dieser ganzen Krise, durch die wir hindurchgehen. Der Sünde sollt ist der Tod. Und Vorbote des Todes sind Krankheiten. Krankheiten sind etwas, was gekommen ist in diese Welt hinein durch den Sündenfall. Und das, was uns am Ende heilt, was uns befreit von all dem, was die Sünde in diese Welt hineingebracht hat, nämlich Verdammnis, Tod, Krankheit, das ist tatsächlich die Umkehr zu unserem Gott. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er möchte, dass die Menschen zu ihm umkehren. Und dennoch muss die Sünde hinweggenommen werden. Und die Sünde wird hinweggenommen durch das einmalige Opfer, das Gott gebracht hat, seinen Sohn Jesus Christus. Aber dieser Plan, dieser Heilsplan hat sich über eine lange Zeit entwickelt, entfaltet. Und es fängt mit dieser Verkündigung an am Tag des Sündenfalls, wo Gott Adam und Eva aus seiner Gegenwart weggeschickt hat. Dort hat er gesagt zur Schlange, dass ein Kampf sein wird, ein beständiger Krieg zwischen dem Nachkommen der Schlange und dem Nachkommen der Frau. Aber die Verheißung ist, dass der Nachkomme der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird. Und das ist sozusagen diese Verheißung, die am Anfang steht und die sich dann zeigt in dieser Erwählung Abrahams und dieses Zuspruchs, den Gott über Abraham ausgesprochen hat. Du wirst gesegnet sein. Du bist derjenige, mit dem ich etwas Neues anfangen will. In deinem Nachkommen, in deinem Samen werden sich segnen alle Völker dieser Erde. Sie werden gesegnet sein durch diesen Nachkommen. Und dieser Nachkomme, das ist derjenige, der kommen soll, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und so sehen wir die Geschichte von Abraham, seinem Sohn Isaak, auf dem die Verheißung weitergegeben wurde, auf dessen Sohn Jakob, der Jüngere von den beiden Zwillingen, Esau und Jakob. Gott hat Jakob erwählt, den Jüngeren, um diese Verheißung, dieses Erlösungswerk durchzuführen. Und von Jakob geht es über auf seine ganze Nachkommenschaft.
Jakob, der dann auch Israel genannt wird. Und durch seine Söhne, durch seine Nachkommen soll das Heil in diese Welt hineinkommen. So hat Jesus es auch gesagt, das Heil kommt von den Juden. Es ist die Geschichte des Volkes Israels, die Geschichte der Vorväter und Mütter, die wir hier lesen. Und sie kommt jetzt zu einem Ende. Und zwar geht es los in 1. Mose 47, Vers 27. Und Israel wohnte im Land Ägypten, im Land Goschen, und sie machten sich darin ansässig und waren fruchtbar und vermehrten sich sehr. Israel ist hier Jakob, der geistliche Name für Jakob, derjenige, der von Gott regiert wird. Es ist also die Königsherrschaft Gottes, von der Jesus gesprochen hat. Das hat hier seinen Ursprung in Israel. Und sie lebten aber in diesem fremden Land, so wie Gott es Abraham in 1. Mose 15 vorausgesagt hatte. Und wie es durch seinen wunderbaren Plan mit dieser Hungersnot, mit diesen 7 Jahren, diese 7 fetten Jahre, die 7 Hungersjahre, wie Gott das so geplant hat und eingefädelt hat, dass Jakob mit seiner ganzen Familie nach Israel, nach Ägypten gekommen ist und sich dort ansässig gemacht hat. Und hier wird schon gesagt, sie waren fruchtbar und vermehrten sich, so wie Gott es zugesagt hatte. Ein großes Volk, ja sogar Völker, Scharen werden aus ihm heraus entstehen. Und dann steht hier, Jakob lebte im Lande Ägypten 17 Jahre. Er war schon sehr alt, als er nach Ägypten gekommen ist. 130 Jahre, für uns heute gar nicht vorstellbar, dass jemand so alt werden kann. Gibt es nicht, sagen wir. Und er kam nach Ägypten mit dieser Haltung, oh, jetzt kann ich beruhigt sterben. Wenn ich Josef wiedergesehen habe, dann kann ich sterben. Und er ist dorthin gezogen, um seinen Sohn zu sehen und dann zu sterben. Aber ihm wurden 17 weitere Jahre gegeben dort in Ägypten. Seine letzten 17 Jahre. Wir wissen nur, dass er sich dort ansässig gemacht hat, dass die ganze Familie fruchtbar geworden ist und sich vermehrt hat. Mehr wissen wir über die 17 Jahre nicht. Hier steht, Jakob lebte im Lande Ägypten 17 Jahre und die Tage Jakobs, die Jahre seines Lebens, betrugen 142 Jahre. Und als die Tage Israels nahten, dass er sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm, wenn ich nun Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise Gnade und Treue an mir. Begrabe mich doch nicht in Ägypten. Wenn ich mich zu meinen Vätern gelegt habe, dann führe mich aus Ägypten und begrabe mich in ihrem Grab. Und Josef sprach, ich werde tun nach deinem Wort. Er aber sagte, schwöre mir. Da schwor er ihm. Und Israel neigte sich anbetend nieder am Kopfende des Bettes. Israel fühlt sein Ende kommen. Seine Tage sind gezählt. Und das, was jetzt kommt, die nächsten Kapitel, die handeln eigentlich nur noch von diesem Ende. Bis ins Kapitel 50 hinein geht es um den Tod Jakobs. Es geht um diesen Prozess des Sterbens. Und das, was Israel wichtig ist und was ich glaube, was auch grundsätzlich etwas ist, was Gott uns ans Herz legt, ist, wenn es ans Sterben geht, wir sehen es auch bei Jesus, dann ist es wichtig, die Dinge zu ordnen. Nicht ein Chaos zu hinterlassen. Und Jakob ist es wichtig, sein Begräbnis zu ordnen, anzuordnen. Es ist wichtig für ihn anzuordnen, wie er beerdigt werden möchte. Und für ihn ist das deswegen so wichtig, weil es ein Ausdruck sein soll, ein Zeugnis, ein Glaubenszeugnis. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal über einen Friedhof gegangen ist. Und neulich bin ich mal mit Sister über einen Friedhof gegangen, einfach so. Bei uns da um die Ecke. Wir waren ein Stück spazieren und dann kamen wir zu diesem Friedhof und dann sind wir da einfach so ein bisschen drüber spaziert. Schon länger her. Und
Das ist so ein städtischer Friedhof, so ein kleiner in Barnstedt. Und das, was ich eigentlich immer spannend finde oder was ich schön finde, ist, über einen Friedhof zu gehen und zu gucken, die Bibelsprüche, ne? Oder die Glaubenszeugnisse, die du da siehst, auf den Steinen. Und das ist dann so ermutigend, wenn du einen Stein findest, wo dann draufsteht, Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Aber auf diesem kleinen Friedhof, es war echt ernüchternd. Es war entmutigend. Ich sehe es auch in den Todesanzeigen. Ich habe, wenn ich mal eine Zeitung habe, ich habe eigentlich selten eine Zeitung. Ne? Wir haben ab und zu mal, wollen die unbedingt, dass wir so ein Probeabo machen. Und wir sagen immer, ja, wir werden keine Zeitung abonnieren. Und wir haben auch schon mal Probeabos gehabt. Und die sagen immer, nehmen Sie das trotzdem so. Ne? Und Sie müssen auch gar nicht abbestellen hinterher. Und dann sagen wir, okay, gut, 2 Wochen nehmen wir sie mal. Ne? Und dann gucken wir kaum mal rein. Und nach 2 Wochen sind wir dann froh, wenn das Ganze wieder abbestellt ist. Aber was ich früher eigentlich immer gerne gemacht habe, ist die Todesanzeigen zu lesen. Wie gesagt, weil du immer wieder Leute findest, die wo so ein Glaubenszeugnis zu sehen ist. Aber das wird immer weniger. Es wird immer weniger. Es ist echt auffällig, wie selten nur noch Bibelsprüche in Todesanzeigen zu finden sind. Das war früher anders. Vor 10, 20, 30 Jahren. Das ist heute weniger geworden. Und das zeigt den Zustand unserer Gesellschaft an. Das zeigt, in welchem geistlichen Zustand sich unser Land befindet. Und das ist erschreckend. Und ich fand es so wunderbar, wenn ich jetzt an auch die Trauerfeiern, die wir gemacht haben, in der Vergangenheit zurückdenke. Es war zum Beispiel interessant, eine Schwester hat hier, unsere liebe Schwester Petra, die hat in ihrem Testament ganz genau beschrieben, wie was alles bei der Trauerfeier, wenn sie mal sterben sollte, obwohl sie gar nicht jetzt unbedingt davon ausging, dass sie so bald sterben würde, und hat aber ein Testament schon gemacht und, ne, und hatte da ganz genau bestimmt, welche Lieder gesungen werden sollten und so, und hatte auch irgendwie zum Psalm 23 so ein paar Gedanken aufgeschrieben, der ihr so wichtig war, und das brauchte man eigentlich alles nur noch vorlesen, und es sprach für sich. Jakob ordnet auch seine Beerdigung an, und zwar: Ich möchte gerne in Kanaan beerdigt werden, dort, wo meine Väter begraben wurden. Das war das einzige Stück Land, was die Väter käuflich erworben hatten, was ihnen gehörte. Ein kleines Stück Feld hatte Abraham gekauft. Das ist meins. Und zwar ist das das Begräbnisfeld. Der Grabgrundbesitz, wie es wortwörtlich heißt, das Erbbegräbnis. Na, manchmal siehst du das auf dem Friedhof, so eine ganze Familie, die dann da Grabfeld hat. So, ne? Und es war wichtig als Zeugnis, das ist das Land, und darum geht es in dem Ganzen, das ist das Land, das Gott uns versprochen hat. Das ist das Land, wo wir leben sollen, wo er uns hineinpflanzen wird, wo wir leben werden. Das ist dieser Nabel der Welt, Israel. Gott hat sich das ausgedacht. Und Jakob hat diesem Glauben Ausdruck verliehen, dadurch, dass er gesagt hat, ich will dort beerdigt werden. Und interessanterweise ist das später auf Josef auch übergegangen. Auch Josef hat gesagt, nehmt meine Gebeine mit und begrabt sie später dort. Es war ein Ausdruck dieser Hoffnung, Gott wird das wahrmachen, was er Abraham verheißen hat, nämlich dass dieses Volk Israel, was über 400 Jahre lang unterdrückt werden wird in diesem fremden Land, in Ägypten, er wird sie herausführen, er wird sie befreien. Und diese Befreiung ist ja wiederum nur ein Zeuge, ein Zeichen, ein Symbol. Es war eine reale Erfahrung für das Volk Israel, aber es ist darüber hinaus ein deutliches Zeichen, ein Symbol für die universelle Erlösung, nicht nur des Volkes Israel, sondern aller Menschen durch Jesus Christus. All diese Dinge sind so bedeutungsvoll. Und wisst ihr, unser Leben kann so bedeutungsvoll sein.
Es kann völlig egal sein. Es kann wie eine Blume im Wind, wie ein Hauch im Wind, weg ist es. Und du hast dein Leben verdaddelt. Und es ist so gut wie nichts dabei rumgekommen. Und was sagt Jesus dazu? Er sagt ein knallhartes Wort. Wenn das Salz seine Kraft verliert, dann ist es zu nichts anderem Nütze, als dass du es auf die Straße wirfst und es zertrittst. Du kannst aber einen Unterschied machen. Du kannst dich Gott zur Verfügung stellen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte ein Werkzeug sein für deine Gerechtigkeit. Ich will ein Zeugnis sein. Herr, gebrauche mich. Selbst in meinem Sterben will ich ein Zeugnis sein. In der größten Schwachheit meines Lebens, wo ich alles loslassen, alles fahren lassen muss, dann will ich nicht jammern, dann will ich nicht irgendwie einfach nur rummotzen und meckern, na, wie die Frau von Hiob sagt, na, fluche doch Gott ins Angesicht und stirb. Da sagt der Hiob, nee, das kann ich nicht tun. Der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist der Hintergrund, warum Jakob hier Josef kommen lässt und ihn das schwören lässt. Wir gehen mal weiter in Kapitel 48. Und es geschah nach diesen Dingen, dass man dem Josef sagte, siehe, dein Vater ist krank. Da nahm er seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim, mit sich. In dieser Reihenfolge werden sie genannt, das ist die Reihenfolge ihrer Geburt auch. Manasse war der Ältere von beiden, Ephraim der Jüngere. Josef und seine beiden Söhne besuchen den alten, kranken Vater bzw. Großvater. Geschwister, wir leben gerade in einer Zeit, wo Besuche sehr schwierig geworden sind. Das heißt aber nicht, dass wir nicht uns besuchen können. Wenn du ein Auto hast, dann fahr doch mal zu jemandem hin, der alleine ist, der krank ist, der entmutigt ist. Na, vielleicht kannst du nicht reinkommen. Vielleicht kannst du durchs Fenster grüßen. Letztens ist unser Sohn bei unserem Fenster vorbeigekommen und hat gewinkt. Wir haben das Fenster aufgemacht und haben uns mit ihm unterhalten. Und wenn jemand so gesund ist, dass er rausgehen kann, dann kannst du eine Runde spazieren gehen. Lass uns das echt verstärkt machen. Lass uns durch Gottes Geist Kraft schöpfen, wirklich diese Wege auf uns zu nehmen. Oder du kannst auch mit dem Fahrrad fahren. Wenn du kein Auto hast, kannst du vielleicht mit dem Fahrrad fahren. Ja, kannst eine Wanderung machen, kannst eine Fahrradtour machen. Mit jemand anders zusammen. Noch können wir das, noch dürfen wir das. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo wir es nicht mehr dürfen. Dann kannst du aber immerhin noch einen Besuch machen, virtuell. Ich habe jetzt irgendwie verstärkt mal Videoanrufe gemacht, weil das irgendwie netter ist, sich auch sehen zu können. Und wir können das, das ist so irre. Früher hat man das für irgendeine Spinnerei in der Zukunft gedacht, ne? Aber das ist was ganz Normales, was ganz Einfaches, was du machen kannst, wenn du ein Smartphone hast. Wenn du es nicht hast, dann telefoniere doch wenigstens. Und ruf an. Ruf doch mal an, hieß es früher. Okay, also Besuche machen. Und wenn die ganze Sache mit diesem Corona-Mist endlich vorbei ist, na, dann soll es etwas sein, wisst ihr, das war Jesus so wichtig. Er hat gesagt, ich war krank. Und ihr habt mich besucht. Er identifiziert sich mit den Kranken, mit den Alten, mit den Schwachen. Lass uns das nicht aus dem Auge verlieren, nur weil wir so gesund und stark sind und unsere Freunde auch gesund und stark sind. Lass uns die nicht aus dem Auge verlieren, die krank sind, die schwach sind, die ältere Generation, unsere Eltern. Und man berichtete dem Jakob und sagte, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Da machte Israel sich stark und setzte sich im Bett auf. Interessant hier. Ich finde es immer wieder interessant, die beiden Namen, Jakob und Israel, wie das sich manchmal hier wechselt. Jakob lag krank danieder. Der alte Jakob, der sterben wird. Der alte Adam, der sterben wird. Er liegt krank danieder und schwach. Aber Israel, er stärkt sich und richtet sich auf, um den Besuch zu empfangen. Um nicht einfach nur
jemand zu sein, der besucht wird und gestärkt wird. Nein, der selber, obwohl er krank und schwach ist, segnet. Das ist das Irre bei diesem Krankenbesuch. Jakob wird besucht von seinem Sohn und von seinen Enkeln, aber er ist derjenige, der segnet. Er ist derjenige, der stärkt. Er ist derjenige, der prophezeit, der Licht hat, der Weisheit hat. Er ist blind, so gut wie blind. Er ist schwach, er ist krank, aber er ist derjenige, der Segen austeilt, demjenigen, der ihm jetzt eigentlich segnen und ermutigen will. Und wie macht Jakob das? Paulus sagt, unser äußerer Mensch verfällt mehr und mehr. Der innere wird aber durch ihn Jesus Christus gestärkt. Er wächst, er baut auf. Johannes der Täufer hat es so gesagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Christus lebt in mir, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Israel, der neue Mensch, er beeinflusst den äußeren Menschen, die Seele, den Körper sogar, den schwachen, kranken Körper. Er reißt sich zusammen, aber nicht aus dem Fleisch heraus, sondern es ist der Geist, der Jakob hilft, hier zu überwinden, seine körperliche Schwäche, seine seelische Schwäche. Er stärkt sich. Lass uns das mal aufschlagen in Jakobus 5, Vers 8. Da sagt uns der Geist Gottes durch Jakobus, unserem inneren Menschen, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Wie Jesus auch sagt, wenn ihr all das kommen seht, diese schwerwiegenden Dinge, wo die Leute Angst und Bange haben, dann erhebt eure Häupter. Denn eure Erlösung ist nahe. Stärkt eure Herzen. Lasst euch nicht niederdrücken von den Ängsten, von den Sorgen, sondern werft sie auf den Herrn. Seid geduldig. Vers 7 heißt es, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen. Habt auch ihr Geduld und stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Lasst euch ermutigen durch die Vorbilder aus der Schrift, durch die Propheten, durch Jesus selbst. Seid geduldig, stärkt eure Herzen. Das ist etwas, was wir selbst tun können. Ich stärke mein Herz. Ich versuche, mich darin zu stärken, in dem, was Gott mir gegeben hat, durch sein Wort. Ich stärke mich im Gebet. Es wird uns gesagt in Lukas 22, Vers 43, dass Jesus in größter Verzweiflung, in größter Bedrängnis gebetet hat im Garten Gethsemane und dass dann ein Engel kam, der ihn stärkte, ein Bote Gottes. Uns wird gesagt, dass die jungen Gemeinden, die auch viel Verfolgung erlitten haben, dass Paulus, der diese Gemeinden gegründet hat, dass er immer auch noch einen weiteren Gang durch die Gemeinde gegangen ist, um die Jünger zu stärken. Wir brauchen Stärkung, wir brauchen Ermutigung. Wodurch kommt Stärkung und Ermutigung? Durch Gottes Geist in uns, durch Gottes Geist, der durch die Schrift spricht, durch Gottes Geist in meinen Brüdern und Schwestern, ja, auch durch übernatürliche Boten Gottes, die kommen. Gott selbst, er stärkt und ermutigt mich, dass ich durchhalte, dass ich ausharre. Dass ich, anstatt dass ich mich selbst herunterziehe,
mich selbst betrübe und andere dadurch auch betrübe, stattdessen ermutigt werde und für andere zum Segen werden kann, obwohl ich selbst körperlich total schwach bin, wie Jakob hier. Wir gehen zurück zu Jakob hier in Kapitel 48. Israel stärkt sich und setzt sich im Bett auf, um seinen Besuch zu empfangen. Und Jakob sagte zu Josef: Gott, der Allmächtige, erschien mir in Luz im Land Kanaan und er segnete mich und sprach zu mir: Siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich vermehren und ich will dich zu einer Schar von Völkern machen und dieses Land deiner Nachkommenschaft nach dir zum ewigen Besitz geben. Guck mal, woran stärkt sich Jakob? An der Verheißung Gottes, an der Zusage Gottes, das habe ich mit Gott erlebt. Da ist mir Gott begegnet. Diese Zusage hat er meinem Leben gemacht. Ich bin ein erwähltes Kind Gottes. Ich habe eine Zukunft. Mein Volk hat eine Zukunft. Gott, der Allmächtige, er ist auf meiner Seite. Jakob stärkt sich in Gott. Und das ist die Art und Weise, wie er hier auch Josef begegnet. Er erinnert ihn an diese Verheißung, die er von Gott bekommen hat. Und er gibt sie weiter. Paulus sagt zu Timotheus: Das, was du von mir empfangen hast, das gibt treuen Menschen weiter, die auch fähig sein werden, andere zu lehren. Wir geben dieses kostbare Gut des Evangeliums weiter, von Generation zu Generation. Irgendwann werden wir den Staffelstab abgeben. Und dann sind wir raus aus dem Rennen. Aber nicht ganz. Wir sind Teil des Rennens. Wir sind nicht mehr aktiv im Rennen. Jakob wird hier den Staffelstab abgeben und nicht mehr aktiv im Rennen sein. Aber er gehört zu dieser Wolke von Zeugen, die anfeuern: Hey, lauf den Lauf zu Ende. Und wenn du der Schlussläufer bist, dann komm ins Ziel. Und wenn du vielleicht noch nicht der Schlussläufer bist, noch mal einen Staffel weitergibst, okay, dann mach es und gib den Staffelstab gut weiter. Gott, der Allmächtige, er ist auf unserer Seite. Er hat das Ganze geplant und er wird das Ganze zum Ziel führen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir werden das Ziel erreichen und wir werden zusammen vollendet sein. Gott, der Allmächtige, er ist mir erschienen. Er hat mir diese Verheißung gegeben. Und nun, deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, bevor ich zu dir nach Ägypten kam, sollen mir gehören. Diese beiden Söhne sind mittlerweile in ihren 20ern. Sie sind geboren noch in der Zeit, bevor die Hungersnot kam. Und das heißt, sie sind geboren, ja, also über 20 Jahre müssen die beiden alt sein. Und Jakob macht hier was ganz Komisches. Er nimmt jetzt Josef sozusagen seine beiden Söhne weg und sagt: Das sind meine. Ich habe so eine wunderbare Geschichte, die genau da reinspielt in meiner Familienhistorie. Ne? Dass ich Machail heiße und nicht Korf, das liegt daran, dass einer, mein Urgroßvater gesagt hat zu meiner Urgroßmutter beziehungsweise meinem Urgroßvater, also zu den beiden, hat gesagt: Der Junge ist mean. Das bedeutete, dieser Junge, der da im Bauch heranwuchs, er war vorehelich gezeugt. Die beiden waren noch nicht volljährig im damaligen Sinne, also noch keine 21. Und der Vater hatte hier ein Einspruchsrecht und hat bestimmt, dass der Junge, der geboren wird, nicht wie sein Vater heißt, sondern wie er, Machail, also wie seine Mutter letztendlich vorherig hieß. Und Jakob macht hier sowas Ähnliches. Er sagt: Diese beiden Jungs, die sollen eingereiht werden in meine Söhne. Sie, aus ihnen sollen Volksstämme entstehen. Und das sind die beiden Stämme, Ephraim und Manasse. Große Volksstämme in Israel. Manasse,
hat sogar zwei Teile sozusagen, einen Teil auf der östlichen Seite des Jordans und einen auf der westlichen Seite des Jordans vom Land bekommen. Ephraim auch ein großer Volksstamm und vor allen Dingen bedeutsam in Israel. Jakob sagt, diese beiden sollen mein sein. Das heißt, wir sprechen immer von den 12 Stämmen Israels, sind eigentlich 13. 13 Stämme Israels. Und wenn du die ganzen Listen durchgehst, wenn du die ganzen Listen von wo die Stämme Israels aufgeführt sind, dann wirst du oft feststellen, diese Stammeslisten, die sind unterschiedlich. Also die unterscheiden sich. Und zwar liegt das daran, dass normalerweise nur 12 Stämme aufgezählt werden. Weil die Zahl 12 so bedeutungsvoll ist. Ja, Jakob hatte 12 Söhne. Und Jesus hat dann 12 Apostel ausgewählt. Es sind die 12 Stämme Israels. Aber es sind eigentlich 13. Und der eine Stamm, er wird nämlich kein Land erben im Land Israel, der Stamm Levi. Und trotzdem werden es 12 Stämme sein, die Land erben werden in Israel. Ephraim und Manasse werden jeder sein eigenes Teil Land bekommen. Wir gehen weiter. Also, Jakob sagt, sie sollen mir gehören. Ephraim und Manasse sollen mir gehören wie Ruben und Simeon, seine ältesten beiden Söhne. Aber deine Kinder, die du nach ihnen gezeugt hast, sollen dir gehören. Nach dem Namen ihrer Brüder sollen sie genannt werden in ihrem Erbteil. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, was das jetzt hier bedeutet. Ob es tatsächlich bedeutet, dass Josef auch ein eigener Stamm wäre, dann wären es schon 14. Oder ob das heißt, ich verstehe es eigentlich eher so, dass die anderen Kinder dann eingeordnet werden in die Stämme Ephraim und Manasse. Also da gibt es unterschiedliche Deutungen, das ist nicht so ganz eindeutig hier. Denn ich, als ich aus Paddan kam, starb Rahel bei mir im Land Kanaan auf dem Weg, als es noch eine Strecke Landes war, um nach Ephrata zu kommen. Und ich begrub sie dort am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und es mag sein, dass dieser Hinweis auf den Tod Rahels bedeutet, dass Jakob sagen will, ich habe ja nur die zwei Söhne von Rahel. Und es sollen doch mehr Stämme sozusagen sein, die von meiner geliebten Rahel kommen. Deswegen soll es nicht nur Benjamin und Josef, sondern Benjamin, Manasse, Ephraim sein. Als Israel die Söhne Josef sah, sagte er, wer sind diese? Und Josef sagte zu seinem Vater, das sind meine Söhne, die Gott mir hier gegeben hat. Da sagte er, bring sie doch zu mir her, dass ich sie segne. Die Augen Israels aber waren schwer vor Alter, er konnte nicht sehen. Und als er sie zu ihm gebracht hatte, küsste er sie und umarmte sie. Und Israel sprach zu Josef, ich hatte nicht gedacht, dein Gesicht noch einmal zu sehen. Und siehe, Gott hat mich sogar deinen Nachkommen sehen lassen. Ein bewegender Moment in Jakobs Leben. Na, also über Erwarten hat Gott mich gesegnet. Und Josef nahm sie von seinen Knien weg und beugte sich auf sein Gesicht zur Erde nieder. Und Josef nahm sie beide, Ephraim mit seiner Rechten zur Linken Israels und Manasse mit seiner Linken zur Rechten Israels und brachte sie zu ihm. Warum hat Josef das so angeordnet? Damit, wenn Jakob jetzt die beiden Söhne segnet, Manasse mit der rechten Hand gesegnet wird. Was ausdrückt, dass er der Erstgeborene ist und er den Segen bekommt, der sozusagen dem Erstgeborenen zukommt. Da streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war, und seine Linke auf Manasses Kopf. Er legte seine Hände über Kreuz. Verrückt. Er konnte nicht richtig sehen. Er wusste gar nicht, wer jetzt wo steht. Aber er hat wahrscheinlich geahnt, was Josef machen würde. Josef, ein liebevoller Sohn, hingegebener Sohn,
der seinem Vater von Herzen dient, von seinem Vater von Herzen zugewandt ist. Jakob hatte großes Vertrauen in Josef. Und er wusste, der Junge wird das genau so machen, wie ich mir das denke. Er wird mir das so hin, die Jungs so hinstellen, damit ich den Älteren dann segne mit der rechten Hand und den Jüngeren mit der linken Hand. Aber ich will es andersrum. Ich will es andersrum tun. Und so hat er seine Hände über Kreuz gelegt. Wie wunderbar ist das, das Kreuz hier in dieser Segnung zu sehen. Da steckt so viel drin. Hier werden zwei ausgetauscht, der eine gegen den anderen. So wie Jakob selbst erlebt hat, in seinem Weg. Da hatte Gott zu seiner Mutter Rebekka gesprochen, als sie noch im Mutterleib waren, die beiden Zwillinge. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Gott hat den Jüngeren erwählt, derjenige zu sein, der regiert, der herrscht, der die Verheißung erbt. Sie werden ausgetauscht. So wie, ja, wie es bei uns ist. Der König wird zum Knecht. Und wir, die Knechte, werden zu Königskindern. Wie wunderbar ist dieser Tausch am Kreuz passiert. Dass wir, die wir eigentlich Verfluchte waren, Gesegnete wurden. Und derjenige, der den Segen eigentlich erben sollte, der Verfluchte war. Er legte seine Hände über Kreuz, denn Manasse war der Erstgeborene. Und er segnete Josef und sprach: Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Jungen. Und in ihnen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter, Abraham und Isaak. Und sie sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land. Es ist was Wunderbares, dass Jakob jetzt nicht das tut, was sein Vater Isaak getan hat, sondern er segnet beide Jungs. Er segnet Josef in den beiden Jungs. Sie bekommen beide denselben Segen. Und dieser Segen ist sehr interessant. Er spricht von Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben. So oft spricht er von dem Gott meiner Väter. Aber hier spricht er endlich auch davon, dass Gott sein Gott ist. Und wisst ihr, das Irre ist, wie er diesen Gott beschreibt, der sein Gott ist. Der Gott, der mich geweidet hat, der mein Hirte gewesen ist. Das war ja ein Hirtenvolk. Aber diese Offenbarung, ich musste da irgendwie heute drüber nachdenken, ich dachte so Psalm 23, ein Stück Literatur, das durch die Welt geht und Menschen begleitet. Und nicht nur Literatur, sondern es ist das Wort Gottes, was tröstet, was ermutigt Menschen. So viele Menschen haben mit diesem Psalm gestorben, in Hoffnung, in Ermutigung, sind durch Leiden hindurchgegangen, haben Mut geschöpft. Großartig. Gott hat dieses Wort über diese ganzen Erdball laufen lassen und Menschen aus allen möglichen Völkern, in Hunderten von Sprachen, ja fast schon Tausenden von Sprachen, wird dieses Gedicht gelesen, dieses Gebet gesprochen. Der Herr ist mein Hirte. Und das ist das, diese Erkenntnis, die Jakob hat hier. Der Herr ist mein Hirte. Der Gott, der mich geweidet hat. Er hat sich um mich gekümmert. Er hat mich bewahrt. Er hat mich gefüttert. Geschwister, das ist so wichtig. Und das ist was, was wir vielleicht neu lernen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir beten das vielleicht heute noch ein bisschen anders. Es ist vielleicht, weiß nicht, unser täglich Klopapier gib uns heute. Amen. Aber so ein bisschen schmecken wir das, oder? Was viele Menschen heute wirklich existenziell Tag für Tag beten, weil sie es nicht so selbstverständlich haben wie wir. Und Jakob, er sagt, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, boah,
Er hat es erkannt, er hat es begriffen, er hat es verstanden. Ja, als ich noch im Mutterleib war, hat Gott mich geweidet. Durch meine Mutter hat er mich ernährt. Durch die Nabelschnur. Was habe ich dazu beigetragen, dass ich im Mutterleib ernährt wurde? Nichts. Gott hat es getan durch meine Mutter. Gott hat mich genährt und gepflegt die ganze Zeit meines ganzen Lebens. Was habe ich dazu beigetragen? Wenig, kaum etwas. Wenn ich etwas beigetragen habe, dann ist es völlig wertlos. Wenn Gott nicht Gnade geschenkt hat und Weizen, Korn hat wachsen lassen, dass ich davon Brot mir machen kann oder Brot essen kann. Gott hat mich geweidet. Seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Er ist der treue Gott, er hat mich bis hierhin gebracht. Habe ich es verdient? Ist es mein gutes Recht, was ich einklagen kann? Nein, es ist Gnade. Der Herr ist mein Hirte, bis zu diesem Tag hin. 147 Jahre, er schaut auf sein Leben zurück und sagt, Gott ist treu. So viele Geschwister, denen es genauso gegangen ist, die am Ende ihres Lebens, an ihren letzten Tagen sagen konnten, der Herr ist mein Hirte, er hat es alles gut gemacht, er ist treu. Obwohl ich untreu war, war er doch treu. Gelobt und gepriesen sei er. Und er ist derjenige, der dich, mein Kind, meine Kinder segnen kann. Er ist, kann und will auch dein Hirte sein. Und der Engel, der mich vor allem Übel erlöst hat, mein Retter. Und das ist so interessant, dass wir, hier wird Gott dreimal benannt. Na? Es gibt Ausleger, die sagen, ja, das ist wie eine frühe trinitarische Formel. Na? Der Gott meiner Väter, der Ursprung, der Anfang, Gott der Vater, Gott der Heilige Geist, derjenige, der mich nährt und pflegt und Gott mein Retter, mein Erlöser. Er segne die Jungen. Vers 17. Und als Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf legte, war es schlecht in seinen Augen. Und er fasste die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Kopf wegzuwenden auf Manasses Kopf. Ja, wir klugen, starken Männer, Josef ist ja schon in seinen 50ern, er ist schon ein gereifter Mann, er hat schon junge, erwachsene Söhne und er ist sehr erfahren. Er weiß schon Bescheid, wie das so mit dem Leben ist. Und dieser alte Knacker, ja, der schon nicht mal richtig gucken kann. Also, Papa, lass mich mal machen. Komm, das muss richtig so, ne? Das ist schon richtig so, ne? Wir schauen viel zu oft auf die Alten herab und denken, naja, die checken es nicht mehr so richtig. Wir sehen nicht, was für eine Weisheit, was für eine tiefe Erkenntnis, Gotteserkenntnis sie haben. Nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. Lege deine Rechte auf seinen Kopf. Aber sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Auch er wird zu einem Volk werden und auch er wird groß sein. Jedoch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er und seine Nachkommenschaft wird eine Fülle von Nationen werden. Ephraim, ja, nach ihm wird das ganze Nordreich Israel benannt werden. So wie das Südreich Juda benannt wird, so wird das Nordreich Ephraim benannt werden. Und damit werden die ganzen Volksstämme sozusagen gemeint sein. Und er segnete sie an jenem Tag und sprach, mit dir wird Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse. So setzte er Ephraim vor Manasse. Und Israel sprach zu Josef, siehe, ich sterbe. Aber Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Und ich gebe dir einen Bergrücken über deine Brüder hinaus, den ich aus der Hand der Amoriter mit meinem Schwert und mit meinem Bogen genommen habe.
Hier prophezeit, fängt Jakob an zu prophezeien. Und das geht dann über, in Kapitel 49 wird er über jeden einzelnen Volksstamm prophezeien, über ihr Land, was sie erhalten werden, über bestimmte Eigenschaften, die in ihr Leben sich zeigen werden, in dem Volk, in dem Leben dieser Volksstämme. Und hier ist es, es fängt damit an, dass er sagt, Gott wird mit euch sein. Was für eine wunderbare Verheißung. Immanuel, Gott mit euch. Gott mit euch. Gott wird mit euch sein. Ich werde zwar jetzt gehen, aber Gott wird mit euch sein. Wisst ihr, es kommt nicht auf uns an. Es kommt nicht auf mich an. Es kommt alles darauf an, ob Gott mit uns ist. Ich bin entbehrlich. Wir Menschen sind entbehrlich. Wie gesagt, wir werden irgendwann den Staffelstab weitergeben. Aber das Wichtige und Entscheidende ist, ist Gott mit uns. Wenn Gott mit uns ist, wer kann dann gegen uns sein? So hat Jakob das erlebt. Und er wird euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Ja, ihr werdet das Land einnehmen. Ihr werdet zurückkehren. Diese Verheißung. Und Geschwister, wir haben so eine ähnliche Verheißung. Jesus hat gesagt, ich werde wiederkommen. Ich werde wiederkommen. Haltet daran fest, Israel musste 400 Jahre darauf warten. Und in dieser Zeit haben die sicherlich irgendwann gedacht, ja, was ist denn das jetzt hier mit dem Zurückkommen? Ne? Warum passiert das denn mal? Aber der Tag kam. Und der Tag kommt und er kommt bald. Wir wollen zusammen das Mahl nehmen jetzt. Wir wollen gemeinsam uns erinnern an das, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns erkauft. Er hat sich für uns hingegeben. Er ist für uns der Verfluchte am Holz gewesen, damit wir die Gesegneten sind. Und ja, lass uns doch gemeinsam das Mahl nehmen und uns daran erinnern, dass er sein Blut für uns vergossen hat, dass er sein Leib hingegeben hat am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden. Wir wollen die Verse lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Und ja, wenn ihr jetzt zu Hause seid, nehmt doch einfach das Brot und den Kelch. Und die, die hier sind, können das auch nehmen. Paulus schreibt, ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Seht mal, wie es weitergegeben wird. Auch das Mahl wird weitergegeben. Wir empfangen das Mahl, weil unsere Vorväter es uns weitergegeben haben. Sie haben uns dieses Wort weitergegeben. Sie haben uns auch ja, einfach diese Worte weitergegeben. So haben wir sie empfangen, so wollen wir sie weitergeben. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. So nehmen wir das Brot und denken daran, dass Jesus sich hingegeben hat, uns, den Sündern, als sündloses Opfer, das Passahlamm, das geschlachtet wurde für uns, damit wir errettet werden, damit wir Heil finden. Er ist der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe gelassen hat. Und er ist dieser Hirte, der uns weidet durch sein Leib. So lasst uns das Brot nehmen und essen und ja, unseren Herrn danken für sein Opfer, was er für uns gebracht hat. Danke, Vater, für das Brot. Danke für dein Leib, Jesus. Amen.
Ebenso nahm Jesus den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. So beten wir. Jesus, du hast diesen Bund geschlossen. Du hast dich entschieden, uns zu segnen. Du hast dich selbst hingegeben und dein Blut vergossen zur Vergebung unserer Sünden, sodass wir gereinigt Teil deines Leibes, Teil deines Volkes sein dürfen, um die ganzen Verheißungen zu erben, die Verheißungen Abrahams und welche Verheißungen es noch alles gibt. Sie sind dir, uns gegeben. Du hast den Kopf der Schlange zertreten, sodass wir in Frieden, in Versöhnung mit unserem Schöpfergott sein dürfen in Ewigkeit. Wir preisen dich für dein Blut, Jesus. Wir loben dich und danken dir für das Blut, was du vergossen hast, Herr. Amen. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und wir sagen: Ja, Jesus, komme bald.